Also ich war komplett überrascht. Ich war so, hä, ist das wirklich von dort? Also ist das aktuell? Ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Also ich war erstmal schon sehr schockiert. Auch einfach zu sehen, dass unter Jugendlichen auch diese rechtsextremistischen Parolen einfach auf Partys und so weiter gegrillt werden. Ups, wir drehen schon. Ja, habt ihr auch diesen Ohrwurm seit einigen Wochen? Ich kriege nicht mehr raus, hat sich so reingefräst. Ein Lied, das das Land komplett gespalten hat und auf den Kopf gestellt hat. Es ist ein Zeichen für die Doppelmoral und die Massenpsychose, in der wir uns befinden. Wegen ein paar Jugendlicher, die meinen, Reichtum schützt vor Dummheit, steht Deutschland Kopf und die Medien verkünden, dass Deutschland wieder zum Naziland geworden ist. Währenddessen werden Polizisten auf offener Straße mit Messern attackiert und abgestochen, Universitäten besetzt, das Kalifat sogar ausgerufen und Straftäter wie Prominente aus dem Land befördert. Da spielt Geld keine Rolle. Was das über den Zustand der deutschen Volksseele sagt, wie ich die Lage einschätze, was ich davon halte, das erfährst du heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Merkst du es auch? Es wird immer krasser, es wird immer absurder. Und es ist auch nicht mehr unter den Teppich zu kehren. Die Ergebnisse der EU-Wahl haben es gezeigt. Die Leute und auch die Jugendlichen lassen sich nicht mehr veräppeln und verarschen und irgendwie einlullen durch irgendwelche schönen Sätze. Da draußen brodelt es. Und wir spüren es tagtäglich auf der Straße, wir sehen es. Nicht nur gehen die Messerattacken in exorbitanter Art und Weise nach oben, es wird auch ungemütlicher in der Gesellschaft und die Politik verliert die Kontrolle langsam. Das ist der Eindruck. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich als siebenfacher Bestsellerautor, als Honorarberater und Gründer des Investmentbriefs Friedrich.report mit übrigens sehr geilen Ergebnissen, gerne mal reinschauen unter Friedrich.report, ich werde alles unten verlinken, sich mit Themen wie diesen auseinandersetzen muss, dann sage ich dir eins. Du musst, um die richtigen strategischen monetären Investmententscheidungen zu treffen, tatsächlich auch das Gesamtbild sehen. Und wir sind momentan in einem neuen Zyklus. Und diese Zyklen habe ich auch, Achtung, in diesem Buch zusammengefasst. Und wenn du die alle kennst, dann kannst du dich perfekt auf das vorbereiten, was kommen wird. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, ah, irgendwie, es fühlt sich komisch an, wir werden nicht mehr in die Zeit vor Corona zurückkommen. Und hey, der Schwabe hier, der mit dem lustigen T-Shirt, was es auch bei mir im Webshop gibt, mit Liebe und so, der hat schon recht gehabt bei Corona, bei Bitcoin, bei Uran und so weiter. Vielleicht hat er auch recht mit den Zyklen. Dann liest du dieses Buch durch. Es ist die Quintessenz meines bisherigen Lebenswerks, meines Schaffens. Und das Buch gibt es natürlich auch als Hörbuch hier unten, ich werde es verlinken, als auch natürlich bei mir im Webshop mit Unterschrift. Und ansonsten an alle Kritiker, Liebe. Was sagt es über die Seele der Deutschen aus und über den Zustand unserer Gesellschaft und unserer Politik, dass ein Lied das ganze Land auf den Kopf stellt und jeder sich echauffiert? Stell dir vor, du bist auf der Party deines Lebens eingeladen, auf Sylt. Das Wetter ist perfekt, die Drinks sind kalt, die Stimmung ist gut, die Mädels heiß, die Jungs hot. Und plötzlich verwandelt sich das Paradies in ein skandalträchtiges Desaster. Ja, du hast richtig gehört. L'amour toujours. Das Lied, das eines die Tanzflächen füllte, wurde zur Hymne der Intoleranz und des Hasses. Und das hat bundesweit für Empörung gesorgt. Der Staatsschutz ermittelt und mindestens 2 Partygänger haben ihren Job verloren. Völlig zu Recht. Andere wurden sogar laut Gerüchten enterbt oder gesteinigt. Klingt dramatisch, ist aber so. Denn alle, die dort dieses Lied gegrölt haben, sind natürlich sofort als Nazis gebrandmarkt worden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass einige gar nicht mehr wissen, was der Begriff Nazi eigentlich wirklich bedeutet. Überall nur noch Nazis. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf. Ich meine, alles ist rechts in der Zwischenzeit, denn die Linke ist so weit nach links gerutscht, dass alles andere rechts ist. Länder sollten ihre Grenzen kontrollieren, extrem rechts. Meinungsfreiheit, rechts. Für niedrigere Steuern plädieren oder den Staat kritisieren, definitiv rechts. Kapitalismus, sowieso komplett rechts. Du glaubst, dass die Welt morgen nicht untergeht durch den Klimawandel? Natürlich extrem rechts, Supernazi Adolf Hitler. Und damit wird dieser Begriff rechts oder Nazi unnötigerweise meiner Ansicht nach verharmlost, weil er hat natürlich eine historische Bedeutung. Und in der Zwischenzeit ist es eigentlich inflationär aufgebraucht. Die Nazi-Keule funktioniert nicht mehr richtig. Und ich persönlich bin so weit weg von rechts, dass ich fast schon wieder links bin. Ha? Klingt komisch, ist aber so. Aber meiner Ansicht nach ist diese Nazi-Keule nur dafür gedacht, um der Argumentation der
Opposition, der Gegenseite, der Kritiker aus dem Weg zu gehen und zu diffamieren, zu diskreditieren, ein Framing zu starten, damit man sich ja nicht mit demjenigen auseinandersetzt, der da was sagt. So wie ich zum Beispiel als Crash-Prophet irgendwie diffamiert werde. Und dann siehst du, die Crashs kommen und ja, egal, den nehmen wir nicht ernst. Und du weißt ja, wie es ist. Gandhi hat mal gesagt, zuerst wirst du ignoriert, dann wirst du belächelt, dann wirst du bekämpft und irgendwann gewinnst du. Und ich bin jetzt auf Stufe 3. Wir generell als Gesellschaft sind auf Stufe 3 und wir werden gewinnen. Und jetzt eine ganz wichtige Lektion. Es waren vor allem immer die Intellektuellen, die Elite, die politische Elite, die Akademiker, die entweder den Kommunismus oder den Nationalsozialismus, also den Faschismus, vorangetrieben haben. Das waren die Treiber. Die Juristen, die Gelehrten, die Philosophen, das waren die, diese Unrechtssysteme immer massivst unterstützt haben und nach vorne gebracht haben. Und so wie es jetzt eben auch ist bei, egal ob Krieg oder Klimawandel, es sind diejenigen, die sich moralisch, ethisch überlegen fühlen, dank ihres Intellekts gegenüber dem Gesindel, dem Pöbel und dem Gesocks. Und da möchte ich dir nur eins sagen, wenn du irgendjemandem hinterher rennst, der so intellektuell ist, der Akademiker ist, der viele akademische Titel vorzuweisen hat, der toll reden kann und der aber dann irgendwie so eine überhöhte moralische, ethische Vorstellung hat, eine Ideologie vertritt, dann sei gewarnt. Folge ihm nicht, weil das führt ins Verderben. Das habe ich ein bisschen ausgeholt, ne? Aber genau das ist ja hier passiert auch in Sylt. Kombiniert wird das Ganze mit der klassischen Vorgehensweise. Es gibt keine Unschuldsvermutung, die sind definitiv doof und rechts. Und es gibt kein faires Verfahren. Es wird sofort verurteilt, man wird sofort als vogelfrei erklärt und an den Pranger gestellt. Betrachten wir uns doch mal die Parole. Die SPD scheint ja die auch gut zu finden. Deutschland den Deutschen ist bei der Regierungspartei tatsächlich im Wahlkampf verwendet worden, bevor sie diese schamvoll wieder zurückgezogen hat, weil sie sich angeblich der Tragweite nicht bewusst war. What? Und Ausländer raus? Mir scheint, als hätte unser Bundeskanzler dazu letztens eben beim Spiegel Stellung bezogen. Er hat gesagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, hieß es dort. Wo ist jetzt genau der Unterschied? Dass Ausländer raus nicht legitimiert sei, zu äußern, aber der Kanzler seine harte Seite zeigen möchte und im großen Stil abschieben will, das soll mir bitte mal einer erläutern. Ist das nicht komplette Heuchelei? Und währenddessen führen die Paarspinner auf Sylt dazu, dass die Regierung komplett eskaliert. Und nochmal, was die gesungen haben, ist natürlich dumm und pauschal und gut, da war Alkohol im Spiel und vielleicht auch jugendliche Naivität, sei es drum. Aber die Heinis, die ich da gesehen habe, waren für mich jetzt keine krassen Nazis, garantiert nicht. Ich glaube, die bereuen sich jetzt schon alle. Aber die dann an den digitalen Pranger zu stellen, zu jagen, digital bloßzustellen, zeigt doch schon mal, wie faschistisch die andere Seite ist und wie unmenschlich und wie asozial. Das war fast schon Selbstjustiz. Da wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, die Eltern kontaktiert, Adressen der Beteiligten wurden sogar öffentlich bekannt gegeben und harte Strafen verkündet. Wie gesagt, zwei haben sogar ihren Job verloren. Und auf einmal gab es aus dem Nichts eine Flut an Vorfällen, welche auch gleich schön propagiert worden sind. Hier mal ein Beitrag von Funk dazu. Ja, egal ob Altendorf in Niedersachsen, beim elitären Internat Luisenlund oder in Hamburg, alle sind in gefährlicher Partylaune und die Liste geht natürlich noch weiter. Überall anscheinend auf einmal Nazis. Inwiefern diese Aussage der Nazi-Parolen überhaupt nachzuweisen ist, bleibt natürlich weiterhin fraglich. Wahrscheinlich genügt es mittlerweile, den Song auch nur laufen zu lassen und jeder hört den Text wie bei einem Placebo-Effekt. Der Oktoberfestchef Clemens Baumgärtner hat ebenso gleich Klarstellung bezogen, Zitat, auf der Wiesn ist für den ganzen rechten Scheißdreck kein Platz. Ja, richtig so, aber was hat das Lied von Gino Agostino damit zu tun? Kleiner Funfact, bei der Fußball-EM hat Österreich genau diesen Song als Tor Hymne abgegeben und vorgeschlagen. War auch schon genehmigt. Und jetzt hat die UEFA gesagt, geht nicht, ist zu rechts. What? Gino Agostino ist Italiener. Gut, da gab es auch schon Faschismus. Aber nochmal, der hat zwar eine Glatze, ist aber noch lange kein Skinhead. Also, wie doof kann man sein? Echauffiere ich mich zu Unrecht? Schreib es mir bitte in die Kommentare. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und denkst, wer ist denn das? Ich bin Marc. Hallo. Ich habe 7 Bücher geschrieben, alles am Bestseller. Und wenn du sie lesen möchtest, schau in meinen Webshop unter marc-friedrich.de. Wenn ihr mich als treue Abonnenten unterstützen möchtet, dann freue ich mich natürlich über Spenden. Oder wenn du hier eine Kanalmitgliedschaft abschließt, ab 1,99 im Monat, ohne den Zwang des Öffentlich-Rechtlichen. Tatsächlich frei und objektiv. Danke dir. Diese Empörungswelle zeigt mal wieder, wie erhitzt die Gemüter sind, wie man versucht, jeden Strohhalm zu schnappen, um ja Politik gegen die Opposition, gegen alles, was nicht dem Narrativ entspricht, Politik zu machen, um vielleicht für den Wahlkampf zu nützen. Am Ende ist der ganze Hype auch wieder abgeklungen, aber wird immer wieder neu entfacht, allein durch den Fakt, dass es nicht gespielt werden darf. Ist so absurd, dass dieses Lied nicht gespielt werden darf.
So heißt es, wer L'Amour Toujours spielt, fliegt raus. In Erlangen, Oberpfalz und in Sachsen-Anhalt wurden ebenfalls rassistische Parolen zu dem Partyhit gekrölt. Vielleicht sollten wir einfach alle Partys verbieten, die nach 22 Uhr stattfinden. Oder besser noch, wir verbieten gleich die gesamte Musik. Dahingehend auch meine Frage, ist es denn nicht gleichzusetzen, Lieder zu verbieten, wie Bücher zu verbrennen? Sind wir schon wieder so weit? Nur diesmal aus der anderen Ecke, die ebenfalls extrem ideologisch aufgeladen ist? Was passiert, wenn irgendjemand einen blöden Text zu Biene Maja irgendwie singt? Wird es dann auch verboten? Aber wir haben ja auch keine anderen Probleme, nicht wahr? Und das Ganze passiert, während in anderen Ecken Deutschlands das Kalifat ausgerufen wird. Ja, auch das ist zwar nur eine extreme Minderheit in der islamischen Bewegung, aber sie gibt's. Das ist allerdings nur verständlich und im Namen von Toleranz nur richtig. Und die immer weiter grassierende Doppelmoral wird immer lächerlicher. Während man zum Beispiel mit Studenten, welche die Humboldt-Universität in Berlin besetzen und das Kalifat fordern, Zitat, in den Dialog gehen müsse, werden die Schreihälse von Sylt sofort durch den Dreck gezogen und öffentlich bestraft und wie im Mittelalter als vogelfrei erklärt und fast gesteinigt. Wo bleibt der Kanzler bei so einer Aktion? Wo bleibt die Entrüstung? Nein, hier gibt es natürlich keine Reaktion oder Konsequenzen, welche ein derartiges Ausmaß auch nur ansatzweise erreichen würden, wie es bei den Hipstern in Sylt der Fall war. Armin Laschet hat es auf den Punkt gebracht. Wir schreien auf, wenn einige Wohlstandskinder rechte Parolen in Sylt grölen, aber wir sind viel zu leise, wenn es um Antisemitismus an deutschen Hochschulen geht. Immerhin zeigen wir in anderen Aspekten den Willen, mit aller Kraft gegen Verbrecher vorzugehen, egal wie bequem sie es dabei haben. So schieben wir Straftäter großzügigerweise auch im Privatjet für schlappe 120 oder 140.000 Euro ab. Und als ob das nicht genug sei, wurde in Mannheim ein Polizist auf einer anti-islamischen Demo von einem extremen Islamisten ermordet. Nur weil er sich in seiner Weltanschauung angegriffen gefühlt hat. Und warum? Weil es eben Personen mit einer anderen Meinung gibt. Das ist Diskurs. Das muss Demokratie abkönnen. Aber es können eben nicht alle. Nicht alle haben es gelernt. Wollen wir wirklich diese Freiheit aufgeben und uns damit abfinden, Angst zu haben, eine andere Meinung äußern zu können? Denkt daran, über 50% der Bundesbürger trauen sich schon nicht mehr, ihre wahre Meinung zu äußern, weil sie Angst haben, dadurch Repressalien erleiden zu müssen oder diskreditiert zu werden. Aber davon lebt die Demokratie, vom Diskurs. Und ich wünsche mir jetzt von Herzen, dass ihr rausgeht und den Mund aufmacht, wenn euch was nicht passt. Egal, ob es der Euro ist, der Krieg ist, die Zuwanderung ist, die Politik ist, macht den Mund auf. Es herrscht die freie Meinungsäußerung. Die ist in unserem Grundgesetz verankert. Und das ist der Nährboden für die Demokratie, für Gerechtigkeit und für eine gute Zukunft. Es kann nicht wahr sein, dass wir in unserem Land darüber überhaupt uns Sorgen machen müssen. Die Meinungen zu Sylt gehen dabei ebenso stark auseinander. Hier mal zwei Aussagen von diesem netten Herrn. Ja, ich habe mir gedacht, es waren besoffene junge Leute. Und wenn man besoffen ist und jung ist, dann macht man Fehler. Es wird ein bisschen übertrieben. Bis zu diesem. Und dass die Leute damit irgendwie immer offener umgehen und immer offener sagen, okay, immer offen ihre Meinung kundtun, weil sie auch immer weniger Angst haben, diese Meinung kundzutun. Und das finde ich schon, also finde ich bedenklich. Mein lieber Scholli, da hat er doch tatsächlich ausgesprochen, dass er gegen die freie Meinungsäußerung ist und man davor lieber Angst haben sollte. What? Das zeigt mal wieder, dass man alles in seiner Macht Stehende tut, um die Parteien der Konkurrenz zu framen und buchstäblich in die rechte Ecke zu stellen. Während die Hampel-Regierung ihren Elfmeter gegen alles, was konservativ und rechts ist, verwandelt und eine digitale Vogeljagd auf einzelne Meinungen beginnt, wird die Wirtschaft im Namen einer grünen Ideologie gegen die Wand gefahren. Patriotismus, Nationalstolz wird als negativ abgestempelt. Nur in Deutschland natürlich. Nenn mir ein anderes Land. Und jeglicher Zweifel an den Vorhaben wird hart bestraft. Willkommen in Deutschland. Da kann man echt nur sagen, Happy Birthday Grundgesetz. Und während die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, bleiben Aktionen wie die Besetzung von Universitäten, wo das Kalifat sogar ausgerufen wird, wo es Demonstrationen in Hamburg für ein Kalifat gibt, oft ohne ernsthafte Konsequenzen. Aber wie, eine Gruppe Jugendlicher krölt einen dummen Text auf einer Party, da steht sogar der Kanzler auf der Matte und äußert sich. Und ja, nochmal, natürlich war es dumm und naiv, was sie gekrölt haben und völlig pauschal. Aber die digitale Vogeljagd, die Freigabe von Adressen und die Drohungen mit Exmatrikulation gehen meiner Ansicht nach zu weit. Warum geben wir diesen Leuten überhaupt eine Bühne? Es ist ein Skandal, dass solche Ereignisse tagelang die Schlagzeilen beherrschen und bis in die höchsten politischen Ebenen reichen. Haben wir nichts Besseres zu tun? Aber wenn die Regierung Angst hat, entthront zu werden, dann wird eben alles rechts geframed, was nicht ins eigene Weltbild passt. Und da wird auch sowas gerne aufgenommen. Also Leute, wacht auf! Der wahre Skandal liegt nicht in einem dummen Partyvideo, sondern in der Art und Weise, wie solche Vorfälle politisch instrumentalisiert werden. Um euch einzunotten,
Und jeder von euch ist Multiplikator und sollte den Mund aufmachen, wenn ihm was nicht passt. Auch das ist Teil des Grundgesetzes, auch das ist Teil des politischen Diskurses und das gehört zur Demokratie. Wir müssen uns stark machen. Wir müssen wieder normal werden im Kopf. Bleibt fair, bleibt tolerant und respektvoll. Und vergesst nicht, dass es wichtiger ist, die eigene Meinung zu haben und zu äußern, als blind einer Ideologie zu folgen. Und denkt immer daran, dank dir, dank des Grundgesetzes, dank der Demokratie, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Und mein Spruch gibt es jetzt auch exklusiv im Webshop unter marc-friedrich.de.